und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Rundgang hier an der KZ-Gedenkstätte Dachau. Mein Name ist Stefanie Zimmermann, herzlich willkommen. Und wir haben heute so eine kleine, sag ich mal, ein kleines Jubiläum. Das ist heute schon der 25. Live-Rundgang. Und mehr oder weniger vor 3 Monaten und einem Tag ging diese digitale Reise für uns los und keiner von uns wusste so recht, wo sie hinführt. Also, vielen Dank auch für das positive Feedback und dass alle immer regelmäßig zuschauen und einschalten tatsächlich. Heute das Thema ist österreichische Häftlinge im Konzentrationslager Dachau. Und man muss sagen, wir konzentrieren uns die meiste Zeit auf die Zeit nach 1938. Und bevor ich darauf eingehe, warum, möchte ich heute mit einer Häftlingsbiografie starten mit Fritz Grünbaum. Fritz Grünbaum wurde 1880 im tschechischen Brünn geboren, kam dann nach Wien und war bekannt, weil er im Kabarett auftrat, zusammen mit Karl Farkas. Und Fritz Grünbaum war Jude und hat sich tatsächlich von den politischen Gesinnungen her gegen die Nationalsozialisten gestellt. Das war dann auch tatsächlich der Grund, warum er im Mai 1938 hierher nach Dachau gekommen ist. Wir sind im Museum im sogenannten Schubraum. Und im Schubraum sind alle Häftlinge, die neu nach Dachau kamen, erfasst worden auf sogenannten Schreibstubenkarten. Und ich habe auch die Karte tatsächlich von Fritz Grünbaum dabei. Sogar ein bisschen vergrößert. Ich hoffe, man kann es erkennen. Dort ist unter anderem sein Geburtsdatum, sein Beruf, Schauspieler eingetragen, eben sein Inhaftierungsgrund. Fritz Grünbaum bekam zum Beispiel den roten Winkel für sogenannte politisch Verfolgte und bekam auch den gelben Winkel für jüdische Häftlinge. Fritz Grünbaum wurde wie viele andere Häftlinge zu Propagandazwecken fotografiert. Und ein Foto, wie er dann für diese Propagandazwecke ausgesehen hat, haben wir zum Beispiel hier. Dieses Foto ist vom Juni 1938 und man sieht eben deutliche Unterschiede, wenn man die beiden Fotos vergleicht. Dachau wurde von Beginn an, ab Eröffnung im März 1933, regelmäßig für Propaganda gebraucht und missbraucht, und man sieht eben die Veränderung. Das sind nicht die einzigen Fotos, die aufgenommen wurden. Ich habe hier noch eine Sammlung weiterer Fotos dabei. Und natürlich sollte mit solchen Fotos ein bestimmter Eindruck nach draußen erweckt werden. Also die Menschen draußen sollten wirklich das Gefühl bekommen, die Menschen hier sind eventuell zu Recht in Haft. Nach ein paar Monaten im Konzentrationslager Dachau wurde Fritz Grünbaum weiterdeportiert nach Buchenwald. Und wenn man sich dort die Biografien Überlebender anschaut, dann heißt es, dass er, so wie er hier im Dachau-Kabarett aufgeführt hat, ebenso das auch in Buchenwald getan hat, schon am Tag seiner Ankunft. Er hat in Buchenwald seinen 60. Geburtstag gefeiert und seine Mitinhaftierten haben wirklich tagelang zuvor ihre Rationen minimiert, haben Butter, Marmelade und auch Brot gespart, dass man ihnen wirklich ein prächtiges Festessen gestalten konnte. Wenn man dort Zeitzeugenberichten folgt, dann wurden auch Couplets vorgetragen und Festreden gehalten. Fritz Grünbaum kam dann Ende 1940 wieder zurück nach Dachau und war in wirklich schlechter körperlicher Verfassung. Und leider verstarb er am 14. Januar 1941, nachdem er 2 Wochen zuvor einen Selbstmordversuch unternommen hat, der aber gescheitert ist. Und an Silvester 1940 hat man eben noch berichtet, dass er hier in Dachau ebenfalls aufgetretenes Kabarett aufgeführt hat. Und ich habe seinen Totenschein dabei, eine Kopie davon. Und als Todesgrund ist hier eben Herzlähmung eingetragen.
Fritz Grünbaums Biografie zeigt schon ganz gut, wie vielschichtig tatsächlich auch die österreichischen Häftlinge waren. Man kann es nicht als eine große Gruppe betrachten, weil natürlich Juden dabei waren, aber auch Sinti und Roma, sogenannte Asoziale, sogenannte Homosexuelle, aber auch die politische Führungsschicht. Und wie man sich das Ganze vorstellen muss, wie die Zusammensetzung der Häftlingsgesellschaft in Dachau hier aussah und welchen Anteil die Österreicher daran genommen haben, da habe ich hier im Schubraum eine Karte. Und hier auf dieser Karte sieht man die verschiedenen Länder, aus denen Menschen hierher nach Dachau kamen. Es ist hier immer die Geburtsnationalität angegeben, also nicht das Land, in dem jemand verhaftet wurde, sondern das Land, in dem jemand geboren wurde. Und man sieht schon, wie vielfältig das ist. Stefan, der mich heute an der Kamera begleitet, glaube ich, zeigt das gerade ganz gut. Und wenn man auf die linke Seite der Kamera filmt oder auch zeigt, dann sieht man verschiedene Jahreszahlen. Und da fällt als eine der ersten Jahreszahlen 1938 ins Auge, denn in diesem Jahr gibt es besonders viele Zugänge hier in Dachau. Bei Rundgängen kommt dann so oft die Frage, wieso ist denn in diesem Jahr so eine hohe Zahl? Das liegt zum einen am Anschluss Österreichs am 12. März 1938, das heißt der Eingliederung Österreichs ins Deutsche Reich, dann das Münchner Abkommen Ende September, also 29. auf 30. September 1938, die Abtretung des deutschsprachigen Sudetenlandes an, also die Abtretung des Sudetenlandes an das Deutsche Reich und dann noch am 9. November die Heilsbruch Romnacht. Und deswegen so viele Zahlen. Und man kann sagen, 1938 sind ein Drittel aller Inhaftierten österreichischer Herkunft. Ich habe eine Karte, da sieht man es noch mal ein bisschen besser, kommt mal mit. Das ist eigentlich eine Übersichtenkarte der Konzentrationslager 1936 bis 1939, weil natürlich auch wann welches Konzentrationslager entstanden ist, eben zu unterschiedlichen Zeiten passiert. Und man sieht hier eben ganz gut Österreich, was dann später als die sogenannte Ostmark geführt wurde. Dachau eben das erste Konzentrationslager 1933 und in Österreich Mauthausen 1938 eröffnet. Ich habe auch noch eine Übersicht zu den Häftlingszahlen. Da gehen wir einen Raum weiter. Es kam eine Frage, Steffi, es kam eine Frage, wer war das Publikum bei der Kabarettaufführung in Dachau, bei der Grünbaum-Show? Das waren tatsächlich Inhaftierte, aber ab und zu auch SS-Leute. Zu dem Thema Kabarettaufführungen und was es so gab, habe ich nachher noch ein paar Beispiele. Aber wie gesagt, vor Häftlingen wurde auch aufgeführt. Aber dann auch nur vor bestimmten Häftlingen, also Gruppen wie zum Beispiel jüdische Gefangene oder auch Sinti und Roma durften zum Beispiel nicht teilnehmen. Also es gab durchaus eine Häftlingshierarchie, die sich bis dorthin auch durchgezogen hat. Ja, hier kann man eine Frage, ob man das ein bisschen besser tatsächlich erkennt. Man sieht hier eben das Deutsche Reich, dann Österreich im März 1938 und dann eben weiter unten hier die Nationalitäten der in das KZ Dachau eingelieferten Häftlinge von Januar 38 bis August 39. Und dann sieht man mehr oder weniger wirklich halb so viele österreichische Häftlinge kommen hierher wie deutsche Häftlinge. Also wirklich ein großer Anteil. Und tatsächlich so die erste große ausländische Gruppe an Häftlingen. Natürlich gab es auch in den Anfangsjahren schon österreichische Häftlinge, aber natürlich in anderer Zahl.
Die ersten Menschen, die gelehrt haben nach dem Anschluss Österreichs, waren Maximilian und Ernst von Hohenberg. Das sieht man hier auf einem Privatfoto mit ihren Frauen. Die beiden sind tatsächlich die Söhne des in Sarajevo ermordeten Thronfolgers Franz Ferdinand. 1914 wurde er ermordet. Und die beiden kamen tatsächlich am 30. März 1938 schon hierher, weil sie für die Unabhängigkeit, für die Souveränität Österreichs sich eingesetzt haben. Und es ist tatsächlich so, dass sich die Frau von Maximilian von Hohenberg eingesetzt hat, bei Heinrich Himmler persönlich, dass ihr Mann und sein Bruder freikommen. Und Heinrich Himmler schreibt zurück, ihr Mann, Fürst Ernst Hohenberg, und sein Bruder befinden sich im Konzentrationslager Dachau. Sie werden dort wie jeder andere Schutzhäftling gerecht und ohne Gefahr für Leben und Gesundheit behandelt. Wenn man sich jetzt andere Berichte anschaut von Mitinhaftierten, dann beschreiben diese, dass die beiden extrem gedemütigt wurden. Sie mussten zum Beispiel im Latrinenkommando tätig sein und Zitat, die festen Stücke mit der Hand herausholen. Es gab dann weitere Ersuche um eine Freilassung. Man sieht einen der beiden von Hohenbergs in Häftlingskleidung, beschreibt der Häftlingskleidung. Maximilian wurde freigelassen und Ernst von Hohenberg musste tatsächlich bis 1943 im Lager bleiben. Er wurde von Dachau dann nach Flossenbürg weiter geschickt. Und man kann sagen, der erste Transport mit mehreren österreichischen Häftlingen ist ähnlich prominent besetzt. Deswegen auch die Bezeichnung Prominententransport. Dieser Transport lag nur wenige Tage später ein, Anfang April. Man hatte wirklich eben so die politische Oberschicht Österreichs. Man sieht hier zum Beispiel Richard Schmitz, ehemaliger Bürgermeister von Wien, Robert Dannenberg, ein hoher Sozialdemokrat in Österreich. Und das zieht sich tatsächlich durch. Also man kann wirklich sagen, zwei der späteren Bundeskanzler Österreichs waren bei diesem prominenten Transport dabei, hohe Polizeibeamte, aber auch reiche jüdische Kaufleute zum Beispiel. Also auch bei diesen 151 Personen wirklich eine extreme Vielschichtigkeit. Und dieser Transport muss wirklich brutal gewesen sein. Also wir haben Zitate von Viktor Matejka, ein ebenfalls österreichischer Häftling, und der beschreibt eine Orgie von Ohrfeigen, stundenlanges ins Licht starren, Kniebeugen, Fußtritten, Gebrüll, blutigen Gesichtern, Gewehrkolben in die Zähne. Und das während der Zugfahrt hierher. Die SS-Männer müssen wirklich extremst betrunken gewesen sein, haben sich in der Nacht abgewechselt, das heißt, die haben immer wieder Erholungspausen gehabt und die Häftlinge müssen wirklich am Ende gewesen sein. Als sie dann hier in Dachau ankamen, muss es ein großer Auflauf gewesen sein, jeder wollte eben diese Prominenten sehen und sie mussten dann stundenlang in der Hitze stehen, waren natürlich auch demütiert von dem warmen Zug und es ging dann weiter und es hieß, wer nicht gehorcht, wird abgeknallt. Viktor Matejka hat eben vieles zu diesem Transport aufgeschrieben und notiert und Viktor Matejka hat hier eine ganz wichtige Rolle im Lager eingenommen. Kommt mal mit. Wir gehen jetzt vom Schubraum ins sogenannte Häftlingsbad. Thank you.
Ist das Mikro ausgeschaltet? Kommt die Frage. Wie bitte? Ist das Mikro ausgeschaltet? Nein, kommt die Frage. Ja. Stecker kontrollieren. Wie ist der Klang bei den anderen? Ein bekennender Steffi-Fan, wieder ein sehr interessanter Rundgang. Also scheint Mikro geht. Steffi fragt, ob das Mikro geht, weil jemand gefragt hat, ob das Mikro ausgeschaltet ist. Hört man mich? Ja, das ist glaube ich nur einer. Okay, also genau, sonst gerne in die Kommentare. Das habe ich auch am Anfang jetzt gar nicht gesagt. Natürlich gerne Fragen, Anregungen in die Kommentare. Es halt nur sehr. Kommt ja, das ist der Schild. Ich versuche ein bisschen leiser zu reden, das ist dann besser. Man hört es hallen in den Räumen. Ja. Mhm. Alles glasklar verständlich, schreibt. Wunderbar. Mikro geht. Super, danke für das Feedback. Ich habe hier ein Bild von Viktor Mateka. Und Viktor Mateka war Schriftsteller und er selber hat gesagt, Bücher sind sein Leben. Also er kann sich ein Leben oder er konnte sich ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen. Und das hat ihm tatsächlich hier auch in Dachau geholfen zu überleben, denn er war in der Lagerbücherei eingeteilt unter anderem. Die Lagerbücherei bestand hier wirklich seit 1933 und natürlich gab es viele Bücher, die der NS-Ideologie entsprachen. Also laut Viktor Matejkas Aussagen gab es zum Beispiel 10-mal Mein Kampf von Adolf Hitler zum Ausleihen. Allerdings wurde das nicht besonders häufig ausgeliehen. Und er selber hat auch recht früh Mein Kampf von Adolf Hitler gelesen und es seinen Freunden empfohlen, weil er gesagt hat, wenn man das liest, weiß man genau, was er beabsichtigt. Viktor Mateka hat auch ein Buch geschrieben, 1932 erschienen, Zwischenspiel Hitler. Und wenn man sich das rückblickend anschaut oder durchliest, dann trifft er eigentlich sehr genau, was passieren wird. Viktor Mateka hat in der Lagerbücherei angefangen, sogenannte Pick-Bücher zu erstellen. Das Wort picken von montieren, also er hat tatsächlich Zeitungsausschnitte oder Buchausschnitte gesammelt, die auf einzelne Seiten geklebt. Und dann hat er österreichische Häftlinge, die in der Buchbinderei für die SS tätig waren, und von ihnen hat er dann tatsächlich ein richtiges Buch daraus binden lassen. Und ich habe beim Dokument... Ja, Stefan, eine Frage? Es gab eine Frage, ja. Wo war die Lagerbücherei verortet? In einer Funktionsbaracke, Fragezeichen. Genau, die war in einer der Funktionsbaracken. Und wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Fenster filmst, nachher gleich, dann sieht man jeweils rechts und links eine der rekonstruierten Baracken. Und in den Funktionsbaracken auf der linken Seite war die Lagerbücherei. Genau. Und Viktor Mateka hat eben diese Pickbücher erstellt, in denen er Zeitungsausschnitte und Buchausschnitte gesammelt hat, auf einzelne Seiten geklebt hat und dann binden hat lassen. Jetzt war aber tatsächlich das Problem, diese Bücher auch irgendwo unterzubringen. Manche Bücher hatten tatsächlich 85 Seiten und natürlich auch einen dicken Einband. Und wir sind hier ja im Häftlingsbad. Ich habe beim Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands angefragt per E-Mail. Dort sind nämlich die restlichen 4 Pickbücher, die noch erhalten sind, insgesamt gab es wohl 20, ob es Informationen für mich gibt oder ein Foto, wie ich mir das vorstellen muss. Und ich habe dann tatsächlich 13 Schreibmaschinenseiten bekommen, die Viktor Mateka 1977 erstellt hat. Und er beschreibt, wie er diese Pickbücher versteckt hat. Er hat nämlich hier im Häftlingsbad den Kapo als Freund gehabt. Und es war ein Ein-Mann-Arbeitskommando und dieser Kapo, ein Münchner Spengler, hat für ihn die Pickbücher im Gebälk und im Raum des Häftlingsbades tatsächlich versteckt. Und das sogar während der Zeit, als das Lager für eine SS-Ausbildung geräumt wurde, von 1939 bis 40. Und er schreibt es dann so: Selbstverständlich war es von der SS aus strengstens verboten, solche Ausschnitte zu machen bzw. aufzubewahren. Das Gemeinschaftsdepot beim Abbeviertel, das ist dieser Kapo, funktionierte überraschend gut. Die Mappen wuchsen heran und wurden immer wieder ergänzt. Das meist am Sonntag. Mithäftlinge sahen in dieser meiner Tätigkeit eine blödsinnige Spinnerei, die höchstens mich und auch Abbe in Gefahr bringen könnte. Man muss sagen, Viktor Mateka hat Glück gehabt.
Er wurde nicht erwischt. Und als er nach seiner Haft, also er hat das Konzentrationslager überlebt, und als er nach dieser Haftzeit seinen Freunden die Pickbücher gezeigt hat, haben die gesagt, ob er denn wahnsinnig sei und was er damit bezwecken wollte. Und er hat gesagt, für ihn war immer das Wichtigste, auch den Häftlingen die Möglichkeit zu geben, sich zu bilden. Und er beschreibt auch, dass es für ihn tatsächlich lebensnotwendig war. Er schreibt in diesen Schreibmaschinenseiten, wie er die Zusammenstellung der Pickbücher schildert: Ich war immer der Überzeugung, dass sich der Mensch auch in seinen schwärzesten Tagen nicht aufgeben darf. Das hat mir wohl die Kraft gegeben, einiges zu bewegen. Von der Betreuung der Lagerbibliothek bis hin zu Theateraufführungen oder den Pickbüchern. Und Theateraufführungen, da gehen wir jetzt noch ein paar Räume weiter, dann erzähle ich da noch was dazu. Konzentrationslagern Dachau, Neuengamme und Auschwitz, und von ihm wurde in unseren Rundgängen bisher schon sehr viel zitiert. Seine Erlebnisse sind auch wichtige Dokumente für uns, wichtige Zeitzeugnisse, und die ganze Gruppe dieser Rotspanier, ein bisschen weniger als 500, wird tatsächlich als sehr solidarisch untereinander und sehr diszipliniert beschrieben. Was natürlich auch nicht gehen darf, ist immer Widerstand. Und mein Kollege Max hat dazu schon einen eigenen Rundgang gemacht, aber es ist natürlich auch Widerstand im Kleinen. Man sieht hier Ludwig Soswinski. Und er war der spätere Gründer des Dokuments. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, da wo ich eben die Infos zu Viktor Matejka angefordert habe. Und er war in der Zahlmeisterei eingeteilt. Und sein Widerstand bestand tatsächlich darin, Geld von Konten der Häftlinge, von Häftlingen, die eben viel Geld hatten, mit Genehmigung dieser Häftlinge auf Konten von mittellosen Häftlingen zu überweisen. Das wurde aufgedeckt, und er und alle anderen, die daran beteiligt waren, bekamen 45 Tage Einzelhaft im Bunker und tatsächlich nur jeden vierten Tag Essen und die Strafe Prügelbock 25 Stockhiebe. Und zum Thema Bunker gehen wir jetzt weiter durch die Ausstellung, und dann erzähle ich vor dem Bunkerhof was zum Thema Theateraufführungen. Wir können auch hier nochmal einen Blick beim Gehen auf die Lagerstraße hinauswerfen, denn das ist auch ganz typisch, was viele österreichische Zeitzeuge schildern. Man wusste nicht, wo man die
Stichwort war Menschen vor Ort, um zu arbeiten, aber auch um dort zu leben. Und der Herr hier, Franz Jaub, war erst in Dachau und kam dann ins Außenlager Schlachters. Ein ganz kleines, also ein Außenkommando offiziell mit 6 bis 8 Personen. Und Franz Jaub war für medizinische Versuche tätig, also er musste mithelfen. Und er hat tatsächlich bei den medizinischen Versuchen mit Unterkühlung die Apparatur so manipuliert, dass die Maschine 3 bis 5 Grad Kälte angezeigt hat, aber die Menschen so eher noch eine Chance hatten zu überleben. Und laut seiner Aussage hat er so ca. 80 Menschen das Leben gerettet. Und letztendlich hat er tatsächlich die Maschinen so manipuliert, dass er sie von 220 auf 110 Volt gestellt hat und die Apparatur kaputt ging, aber keiner den Fehler bemerkte. Und er wurde dann für medizinische Experimente eben nach Schlachters gebracht. Meine Kollegin Sibylle hat schon ausführlich einen Rundgang zu dem Thema gemacht und er hat tatsächlich die Befreiung erlebt in Schlachters. Und in Graz, seiner Heimatstadt, gibt es für ihn einen Stolperstein für seine Art des Widerstands. Und jetzt haben wir doch schon etliche männliche österreichische Häftlinge kurz angesprochen. Es gab auch eine österreichische Ärztin hier in Dachau, die auch in einem der Außenlager bei den Aquakamerawerken in Giesing tätig war, Ella Lingens. Ella Lingens und ihr Mann Kurt Lingens waren beide in den späten 1930er Jahren in Wien und haben auch Widerstand geleistet, indem sie jüdische Freunde versteckt haben und 1942 zwei jüdischen Familien über die Grenze helfen wollten. Dabei wurden sie denunziert. Kurt Lingens kam an und Ella Lingens kam nach Auschwitz und von Auschwitz dann nach Dachau und erlebte hier die Befreiung als Lagerärztin für die Häftlinge. Und sowohl Ella Lingens als auch Rudolf Kalmar mussten beide in den sogenannten Bunker. Und Rudolf Kalmar hat ein Theaterstück geschrieben, Die Blutnacht auf dem Schreckenstein oder Die wahre Liebe ist das nicht. Und wir gehen jetzt auch Richtung Bunker, dann erzähle ich da ein bisschen mehr dazu. Kommt rein. Und dann kommt auch die Frage, was ist denn Bunker? Also was meint man damit? Ich mache schnell die Tür zu. Bunker bedeutet Lagergefängnis. Ja, und es ist eine Art Absurdität, in einem Gefangenenlager nochmal so etwas wie ein Gefängnis zu haben. Dieses Lagergefängnis, der Bunker, diente eben dazu, Bestimmte Inhaftierte von anderen zu separieren, aber auch um Strafmaßnahmen durchzuführen. Hinrichtungen fanden hier im Bunkerhof auch statt, wie zum Beispiel Erschießungen oder auch Hinrichtungen am Galgen. Der Bunker ist noch original und ist in Ost- und Westflügel unterteilt. Abgehend von dem Mittelgebäude, was wir hier vor uns sehen. Und besitzt 100
Momentan aufgrund Corona ist der Bunker geschlossen, aber die Bildungsabteilung hat uns freundlicherweise wieder den Schlüssel zur Verfügung gestellt. Also können wir euch mit hineinnehmen. Im Bunker selber gab es Stehzellen, 80 auf 80 cm. Es gab aber auch sowas wie die Dunkelhaft. Und mein Kollege Max war auch schon im Bunker, um über Georg Elser und Widerstand zu sprechen. So, die Tür wieder bitte. Dann kommen wir mal rein. Genau, und Stefan zeigt euch schon verschiedene Eindrücke vom Bunker innen. Vorstellen muss. Der rote Punkt, der erste Bunker, der bestand nur aus 5 Zellen und der blaue Strich ist der zweite Bunker, der von 34 bis 38 Bestand hatte. Und hier daneben gibt es nochmal einen Grundriss gezeichnet von Walter Butzengeiger, einem ehemaligen Inhaftierten, der eben die 22 Zellen vom zweiten Bunker zeigt. Und dann haben wir auch noch ein Foto aufgenommen im Mai 1945, was tatsächlich den Bunkerbereich zeigt, kurz nach der Befreiung. Eine Frage. Ja. Ist im Bunker noch alles weitgehend ein Original oder im Original? Also tatsächlich ist hier noch alles weitgehend im Original. Also Betten wurden zum Beispiel entfernt, die kann man nicht mehr sehen. Auch die Stehzellen wurden rausgerissen, denn von 45 bis 48 war das ja hier ein Internierungslager und die amerikanischen Truppen wollten eben nicht mit der gleichen Brutalität gegen ihre Inhaftierten vorgehen. Das sieht man eben nicht mehr. Heutzutage sind viele Zellen geschlossen, also man kann nur einen Blick mit der Kamera hineinwerfen oder eben dran vorbeigehen, dass man so einen Eindruck auch von diesem Gebäude bekommt. Ich meine, alleine der Hall hier, wenn wir jetzt zu zweit nur drinnen sind, und man muss sich vorstellen, die Stiefel der SS-Leute und die Menschen, die hier in Einzelhaft zum Beispiel waren, wussten ja nie mehr sich diese Stiefelschritte jetzt der eigenen Zelle oder einer anderen Zelle. Rudolf Kalmar kam eben auch nach Dachau. Und Rudolf Kalmar war 3 Wochen hier tatsächlich im Bunker in Dunkelhaft. Und er hat die Befreiung an der Front erlebt und hat relativ früh angefangen, seine Erlebnisse aufzuschreiben, 1946 schon. Und das lese ich euch jetzt mal vor. Das beschreibt nämlich tatsächlich mit am eindrücklichsten, wie man sich das hier vorstellen muss. Alle meine Gedanken haben ausgesetzt. Nur das Herz schlägt noch. Ich spüre erschlagen. Spüre, wie sich bei jedem Schlag der Rand des offenen Hemdes an meinem Hals bewegt. Irgendwo höre ich noch das Tappen der Stiefel. Irgendwo lachen 2 Männer, wie besoffene Kutscher in einer Kneipe lachen. Irgendwo stöhnt ein Mensch. Eine Pritsche knarrt. Sie knarrt immer wieder. Der Mensch hat seine Pritsche schon gefunden. Er weiß, wo er hingehört. Ich weiß es noch nicht. Er wälzt sich auf dieser Pritsche und stöhnt dabei.
Aus dem Hahn der Wasserleitung in meiner Zelle fällt ein Tropfen in das Becken. Im Radiator gluckt es. So vergehen Minuten oder Stunden. Ich kann es nicht abschätzen. Nur so viel weiß ich, dass mich in der Einsamkeit der finsteren Zelle plötzlich eine unnennbare Angst befiel. Eine Angst, die ich vorher nicht gekannt und auch nachher nie mehr wieder empfunden habe. Sie sprang mich an wie ein giftiges Tier und ließ mich den Mund aufsperren. Aber ich hatte keine Stimme, um zu schreien. Ich riss die Augen auf, um zu schauen. Aber ich hatte kein Licht, nur Angst. Und wie gesagt, er war 3 Wochen hier in Dunkelhaft. Manche Menschen waren hier allerdings Monate. Es kam wieder eine Frage. Ja. Und zwar, wie waren Toilettengang und persönliche Hygiene im Bunker geregelt? Das war total unterschiedlich. Danke für die Frage. Ich habe ja gesagt, Ella Lingens war im Bunker und auch Rudolf Kalmar. Ella Lingens war Ende 1944 3 Tage hier im Bunker. Und sie beschreibt, für sie war es mit das Angenehmste, als sie von Auschwitz nach Dachau kam. Sie durfte hier spazieren gehen, sie durfte ein Bad nehmen, sie bekam einen eigenen Damenfriseur, bekam von Mitinhaftierten, sogenannten Sonderhäftlingen, die eine gewisse Stellung hatten, Vitamine, Literatur und Weißbrot. Und Rudolf Kalmar zum Beispiel, der hier Dunkelhaft erleiden musste, hatte eben nicht die Möglichkeit, die Toilette zu benutzen. Ab und zu wurde ein Eimer hineingeschoben in die Zelle. Die Heizungen, also der Radiator, von dem er beschrieben hat, die es tatsächlich gab, wurden dann eben zum Teil im Sommer angestellt und nicht im Winter. Und das ist nämlich dieses andere Extrem. Also es gab Menschen wie auch Georg Elser, wie der Max schon beschrieben hat, die eine bestimmte bessere Behandlung aus diversen Gründen erhalten haben. Und dann gab es Menschen, die hier aber auch in den Selbstmord getrieben wurden mit den unmenschlichen und katastrophalen Zuständen. Die Zellen waren 2,90 Meter und 2,20 Meter und es gab Einzelzellen, aber gegen Kriegsende gab es auch 3-stöckige Betten in den Zellen. Da gibt es auch in diesem kleinen Ausstellungsraum Fotos, wer da noch Interesse hat, wenn wieder alles geöffnet ist, gerne mal einen Blick auch hineinwerfen. Ja, Rudolf Kalmar hat eben dieses besagte Theaterstück geschrieben und es kann auch irritieren. Ein Theaterstück im Konzentrationslager, Kabarettaufführungen, Musik, Lagerbücher, das passt doch irgendwie nicht zusammen mit dem, was wir in anderen Rundgängen eventuell schon gehört haben oder was man generell über das Thema Konzentrationslager weiß. Aber Viktor Matejka war in der Schreibstube von einem hohen SS-Mann tätig. Und er beschreibt, wie er diesen SS-Mann ja mehr oder weniger immer Honig ums Maul schmiert und so tatsächlich durchsetzen kann, dass bestimmten Häftlingen erlaubt wird, sonntags Musikaufführungen durchzuführen und zu besuchen. Und dann gibt es später eben 1942, 1943 eben auch noch einen Kommandanten, Martin Weiß, der tatsächlich Theateraufführungen fördert. Und am 13. Juni 1943 kommt es dann zu dieser besagten Theateraufführung. Und es muss ein riesiges, ja, sag ich mal, Sammelsurium an Vorbereitungen gewesen sein. So, wir verlassen jetzt den Bunker wieder, dann ist es nicht draußen weiter. So, kommt mit. Also es muss ein riesiges Sammelsurium an Vorbereitungen gewesen sein. Man hat zum Beispiel aus Pappe Ritterrüstungen nachgebaut. Es war nämlich ein Lachstück, ein Ritterstück, der Raubritter Adola, und da haben dann die Schauspieler, Erwin Geschonek hat ihn gespielt, immer Adol und dann eben AR weggelassen tatsächlich. Also man kann sagen, es war eine Persiflage auf Hitler. Und die Häftlinge haben sich köstlich amüsiert und die SS-Leute haben teilweise gar nicht kapiert, was da unter ihren Augen so tatsächlich passiert. Viktor Matejka war der Intendant und Rudolf Kalmar hat dieses Stück geschrieben. Und die Manuskripte
liegen in Wien beim Literaturhaus, da ist der ganze Nachlass von Rudolf Kalmar. Eine kuriose Geschichte hatten mir tatsächlich Uli aus der Bildungsabteilung zugetragen, als ich gesagt habe, ich bereite den Rundgang vor. Ich weiß, dieser Zeitungsartikel ist nicht so einfach zu erfassen, er ist recht hell kopiert, es ging irgendwie nicht anders. Man sieht hier Willibald Grafeneder. Und Willibald Grafeneder war auch inhaftierter österreichischer Häftling, der die Befreiung erlebt hat. Und es gibt tatsächlich zu seiner Heimkehr nach Wien eine kuriose Geschichte. Ich habe das Bild noch mal ein bisschen vergrößert. Er war nämlich im SS-Arbeitslager in Neufahrn, wurde dort befreit von amerikanischen Truppen, hat sich mit diesen recht gut gestellt und durfte dann bei ihnen im Wagen mitfahren bis nach München und von München noch weiter bis nach Losdorf in Österreich. Dort ist der Wagen kaputt gegangen und dann hat ihm der russische Kommandant vor Ort einen Pferdewagen, also einen Wagen und zwei Pferde zur Verfügung gestellt. Und kurz vorm Zentrum in Wien hat ein Pferd angefangen zu lahmen und er ist auf dem anderen bis ins Stadtzentrum geritten in seiner gestreiften Häftlingsuniform. Und das alles ist tatsächlich in den Wochen nach der Befreiung passiert. Das muss für die Wiener ein ganz extremer Anblick gewesen sein. Aber er wollte eben unbedingt nach Hause zurück. Ich habe das gestern bei Google mal eingegeben, Interesse halber, wie die Wegstrecken waren. Also die letzte Wegstrecke, die er mit dem Pferdewagen zurücklegen musste, war heute oder wäre für uns heute mit dem Auto 1 Stunde und 8 Minuten. Das heißt mit dem Pferdewagen tatsächlich deutlich länger. Das, was ich bis jetzt in den letzten 40 Minuten erzählt habe, ist natürlich nur ein ganz kleiner Ausblick oder Einblick, wie die österreichischen Häftlinge zusammengesetzt waren. Ich habe nur wenige Biografien tatsächlich und viele sind eben nicht erwähnt. Und auch als ich vorher gesagt habe, es wurde auf der Lagerstraße besprochen, wie das neue Österreich ausschauen soll, wurden natürlich solche Gruppen wie Juden, Sinti und Roma, sogenannte Homosexuelle, sogenannte Asoziale, nicht gefragt. Also auch da hat sich diese Hierarchie durchgesetzt. Und heute möchte ich enden mit einem Ort, an dem wir sonst oft angefangen haben, unsere Rundgänge zu starten, mit dem sogenannten Schurhaus. Genau. Und mit der Insel Arbeit macht frei. Hier habe ich ein Foto von einem weiteren österreichischen Häftling. Es kommt gerade die Frage, was ist das für ein Haus? Das ist das sogenannte Schurhaus. Das war der Eingang zum Lager ab Neubau des Lagers, also ab 37, 38. Und Schurhaus vom französischen Wort Schur, der Tag und der Schurdienst. Der Tagesdienst war hier untergebracht. Das war so die Grenze zwischen draußen und drinnen. Noch eine Frage. Nee, nur das mit dem Haus. Also hier sieht man Jura Seufer. Und Jura Seufer war Schriftsteller, hat für die kommunistische Zeitung geschrieben tatsächlich und kam dann auch aufgrund seiner politischen Aktivitäten nach Dachau. Und er war mit seinem Freund Max Hoffenberg viel zusammen und die beiden haben sich ausgetauscht, die beiden haben sich auch in Haft kennengelernt. Und der Freund Max Hoffenberg beschreibt, dass eines Tages Jura ihn zur Seite nimmt und sagt, er hätte ein Lied geschrieben. Nicht nur der Max Hoffenberg war dabei, auch noch Herbert Zipper und andere Inhaftierte und er trägt ihnen das Dachau-Lied vor.
Und Herbert Zipper, auch von dem habe ich ein Bild dabei. Herbert Zipper vertont das Ganze. Er war gewohnt, im Kopf zu komponieren. Für ihn war es also nicht so schwer, das im Kopf festzuhalten und nicht niederschreiben zu können. Und dann suchen sich die beiden auch noch zwei Gitarristen und einen Geiger, die sie quasi beauftragen, das Lied zu spielen. Alles natürlich heimlich, und dieses Dachau-Lied hat sich tatsächlich dann bis nach Mexiko, England, Frankreich verbreitet. Und Jura Seufer wurde zusammen mit seinem Freund Max Hoffenberg weitergebracht in ein anderes Lager nach Buchenwald, und er erhielt sogar die Ausreisegenehmigung 1939, starb aber wenige Tage, nachdem er die Ausreisegenehmigung erhalten hat, an Typhus. Also er hat die Befreiung nicht erlebt. Und jetzt kleben meine Blätter zusammen. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Da habe ich es. Genau, und ich lese jetzt vor, was Herbert Zipper und Jura Seufer zusammen verfasst haben. Und wichtig ist dabei der Refrain, denn das sagt eigentlich alles aus, worum es den Menschen hier auch ging. Nicht nur den österreichischen Häftlingen, sondern allen. Stacheldraht mit Tod geladen ist um unsere Welt gespannt. Drauf ein Himmel ohne Gnaden sendet Frost und Sonnenbrand. Fern von uns sind alle Freuden, fern die Heimat, fern die Frauen. Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, Tausende im Morgengrauen. Doch wir haben die Losung von Dachau gelernt und wurden stahlhart dabei. Sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad. Mach ganze Arbeit, pack an, Kamerad, denn Arbeit, Arbeit macht frei. Vor der Mündung der Gewehre leben wir bei Tag und Nacht. Leben wird uns hier zu Leere, schwerer, als wir es je gedacht. Keiner mehr zählt Tag und Wochen, mancher schon die Jahre nicht. Und so viele sind zerbrochen und verloren ihr Gesicht. Schlepp den Stein und zieh den Wagen, keine Last sei dir zu schwer. Der du warst in fernen Tagen, bist du heut schon längst nicht mehr. Stich den Spaten in die Erde, grab dein Mitleid tief hinein und im eigenen Schweiße werde selber du zu Stahl und Stein. Einst wird die Sirene künden, auf zum letzten Zählappell. Draußen dann, wo wir uns finden, bist du, Kamerad, zur Stelle. Hell wird uns die Freiheit lachen, vorwärts geht's mit frischem Mut. Und die Arbeit, die wir machen, diese Arbeit, sie wird gut. Und der Refrain beschreibt es eben, dieses sei ein Mann, Kamerad, bleib ein Mensch, Kamerad. Und Herbert Zipper, der eben das alles vertont hat, der die Musik dazu geschrieben hat, der beschreibt eben auch später, wie es dazu kam mit diesem Arbeit macht frei und mit den Steinen, die sie schleppen müssen. Also es gab tatsächlich ein Arbeitskommando, in das sie beide eingeteilt waren, wo sie jeden Tag schwere Steine auf Wagen schleppen mussten und dann 30, 40 Mal hier durch dieses Tor mussten und immer wieder gelesen haben, Arbeit macht frei, und sich dann gefragt haben, macht Arbeit denn wirklich frei? Und ich finde, besser und passender hätte man es wahrscheinlich nicht beschreiben können, als die beiden zusammen. Und Max, der heute die Kommentare gemacht hat, wird einen Link noch in die Kommentare posten, wer sich das eben mal auch anhören möchte. Es wurde vertont von einer Band, also es gibt unterschiedliche Versionen, eine Band, die sich die Schmetterlinge nennt, hat es zum Beispiel gemacht, den Link lädt auch hoch, und damit bin ich tatsächlich jetzt am Ende angekommen. Gibt es denn noch Fragen? Nee, haben wir keine Fragen im Moment. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass auch wieder beim 25. Rundgang heute einige eingeschaltet haben. Vielen Dank für das Interesse. Nächste Woche am Dienstag gibt es einen Rundgang, vom Archiv tatsächlich, einen ganz speziellen Rundgang. Und auch im August haben wir etliche Rundgänge noch für euch, unter anderem auch einen spanischsprachigen, mal nachdem wir ja Englisch und Italienisch schon angeboten haben. Vielen Dank und auf Wiederschauen.